Ein glorreicher Moment. Die ersten Wirbeltiere erobern das Land. Naja, von Eroberung kann man nicht wirklich sprechen. Denn es ging wohl eher ums nackte Überleben. Ein mögliches Szenario. Vor rund 400 Millionen Jahren könnte es in vielen Gewässern ganz schön ungemütlich geworden sein. Eng, warm, stickig. Kleine Tümpel und Wasserläufe trocknen aus. Und den Fischen steht das Wasser bis zum Hals. Oder besser, nur noch ganz knapp bis zu den Kiemen. Was aber braucht ein Fisch, um in einem derart veränderten Lebensraum zumindest kurzzeitig überleben zu können? Vor allem zwei Dinge. Lungen, um auch über Wasser atmen zu können, und stabile Gliedmaßen für die Fortbewegung. Doch bis sich im Laufe der Zeit diese zwei wichtigen Merkmale entwickelt haben, sind einige Millionen Jahre vergangen. Viel Zeit für ganz unterschiedliche Entwicklungen in der Evolution. Manche bauen aufeinander auf, andere entstehen parallel zueinander. Das belegen einige interessante Fossilfunde, von Eustenopteron zum Beispiel. Er sieht aus wie ein Fisch und hat das Wasser auch nie verlassen. Aber er besitzt eine Art Lunge, mit der er über Wasser Luft schnappen kann. Außerdem hat er fleischige Flossen, die durch kleine Knochen stabiler gebaut sind. Einen weiteren Schritt zum Leben an Land sehen wir bei Tiktaalik. Mit seinen vier Beinen kann er zwar noch nicht an Land laufen, aber sich zumindest am Grund abstützen. Diese Arme und Beine gehören Acanthostega. Anders als Tiktaalik hat er schon Finger und Zehen. Aber auch Acanthostega verließ das Wasser wohl nicht. Ichthyostega hingegen konnte bereits kleine Strecken an Land zurücklegen. Doch auch er ist kein Eroberer. Denn mit seinen Gliedmaßen wollte er wahrscheinlich vor allem schnellstmöglich zum nächsten Tümpel gelangen. Die vier unterschiedlichen Tiere, Ichthyostega, Acanthostega, Tiktaalik und Eustenopteron, zeigen uns, wie die Entwicklung der ersten Landwirbeltiere ganz konkret abgelaufen sein könnte. Eine heldenhafte Eroberung war es nicht. Denn die verschiedenen Anpassungen dienten ja erstmal nur zum Überleben in flachen Gewässern. Dass sie im Laufe der Zeit auch ein dauerhaftes Leben an Land ermöglichten, war eher Zufall. Ein Zufall mit großer Bedeutung. Denn ohne diese Entwicklung gäbe es heute keine Landwirbeltiere. Also auch uns nicht.